Ich habe vor kurzem mal wieder eine Website namens Marcofono entdeckt. Für die Leute, die Marcofono nicht kennen, ihr seht ihr schon, der lästige eBay-Käufer, sie Zeitungsdieb. Man kann da irgendwelche Telefonnummern raussuchen und dann für eine Minute telefonieren, aber mit so Dialogen. Ich würde sagen, wir rufen einfach mal einen Spar an. Komm schon, heb ab, heb ab. Janicek, hallo? Ja, Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. Also Sie sind da beim Spaß. Ich weiß ich nicht, Alberto hat keinen Namen und keine Adresse hinterlassen. Aber er ist ja bald da. Ich habe aber keine Pizza bestellt. Ja. Ja? Sie hatten bestellt dreimal Pizza Camorra mit Schinken, Salami, Fischmuschel und Schrumpkopf und Nein, ich habe keine Pizza bestellt. Ich bin eine Firma. Ich kann den Pizzataxi nicht erreichen. Alberto hat sein Handy nicht bezahlt. Er weiß aber Adresse. Oh, ja, Vorschlag. Aber ich habe keine Pizza zwei bestellt. Zwei Pizza zum Preis von drei na, Pizza. Na, tschüss. Nur hat jeder... Digga, der ist richtig drauf reingefallen. What the fuck? So, ich würde sagen, wir rufen bei einer Tankstelle an, oder? Das Flüchtlingslager, oh mein Gott. Hallo? Uli, Kollege vom Landessporthalleninstitut. Hallo. Unsere Turnhallen platzen aus allen Nähten. Und wir brauchen Unterkünfte für unsere Flüchtlinge in zumindest halbwegs anständigen Wohnungen. Und deshalb rufe ich an. Sie sind bei der Tankstelle. Aber Sie haben doch bereits Flüchtlingszuschüsse kassiert, oder nicht? Nein, haben wir nicht. Haben Sie was gegen Ausländer? Nein. Doch. Wieso sollte ich etwas gegen Ausländer haben? Und Sie wollen es sich nicht noch einmal anders überlegen? Wir sind bei einer Tankstelle. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Also, Sie haben ja drei Möglichkeiten. Wir leben ja in einem freien Land. Noni! Für mehr Marcofono einfach abonnieren. Die ganze Runde im Sand gewinnen. Also, wir hatten Marcofono und jetzt machen wir die Mythic Sand Challenge. Ich konnte mich nicht entscheiden, welches Video ich machen will. Ich habe einfach beides gemacht. Ich habe keine Ideen mehr, wirklich. Es ist schlimm. Okay, die Regeln sind so. Ich lande, darf eine Chest öffnen und muss dann die ganze Runde im Sand verbringen. Den Loot von dieser einen Chest darf ich benutzen, um mich zu heilen. Und falls ein Gegner kommt und mich umbringen will, werde ich ihn mit dieser einen Kiste töten. Also, wo landen wir und holen uns unsere einzige Chest? Ein Lama. No. Eine grüne Pistole. Epic, ernsthaft. Okay, und jetzt ab in den Sand. Ein Lama. Okay, anschleichen. Oh, schaut euch diese Kreatur an. Nein, hinter dir. Hinter dir. Ich bin eins mit der Fortnite-Karte. Okay, bist du ja scheiß drauf. Weg hier, weg hier, weg hier. Moment mal, er hat mich nicht mal gesehen. Ich gehe hinter den Lambo. Was macht der da? Oh, kommt mein Auto. Er sieht mich nicht. Digga, wie dumm kann man sein? Ich bin direkt vor ihm. Oh, schaut euch diese bemitleidenswerte Kreatur an. Oh mein Gott. Wir müssen diesem Tier einen Namen geben. Ey, Digga, so dumm kann man doch nicht sein, oder? Nein, nein! Aufhören. Aufhören. Oh mein Gott, das wurde schwer mit dem Sand. Oh mein Gott. Oh. Da kommt schon. Friede. Da kommt noch ein. Hey, hey! Das geklappt. Oh Gott, was macht diese Kreatur? Los, holt diese Kreatur. Bring ihn um. Ja, nein, 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 nein. Ich bin im Sand, what the fuck? Ach, weißt du was? Controller Player! Scheiß drauf. Da ist die zweite Kreatur. Ach, scheiß drauf. Oh, er sieht uns nicht. Er hat uns nicht gesehen, er hat uns nicht gesehen. Okay, er hat mich gesehen. Wow, wow, hey, hey, hey. Er hat eine exotische Waffe dabei gehabt. Es ist kein Sand mehr in der Zone. Ja, fick das. Ne, wisst ihr was? Ich habe diese Challenge angenommen und ich habe sie verschissen, also ist es...